Gab gerade ein Shop-Update, gerade ist das 2K-Publisher-Wochenende angelaufen. Da hängt der Shop immer mal. Ach so, ja, hat das also einen Grund, warum das so läuft, wie es läuft. So, jetzt spielen wir das hier. Minute of Islands. Soundtrack gibt es noch keinen. Jetzt sollte es einen geben. Ich bin zu hören, die Musik ist zu hören. Ja, da haben wir die Demo-Version von A Minute of Islands. Ein Spiel, was ich schon öfters gesehen habe. Also scheinbar gibt es da schon, ich meine es mal, schon auf YouTube gesehen zu haben, dass da einige Let's Tests schon gemacht wurden. Vielleicht gab es dann eine Beta-Version dazu und ich habe was Falsches gesehen. Ich habe irgendwas Falsches in Erinnerung. Wir spielen auf jeden Fall jetzt mal die Demo-Version zu Minute of Island. Jo, viel kann ich da noch nicht zu sagen. Ich kenne das noch nicht so ganz. Ich bin gespannt. Steht auch noch auf meiner Liste, sagt Modi. Ja, bei Modi steht auch alles auf der Liste. Ich habe schon nachgeguckt, was Modi sich so auf die Wunschliste gepackt hat bei Steam. Der hat sich so ziemlich alles, also aus dem Bereich Action zumindest, hat sich der liebe Modi alles auf die Liste gepackt. Er ist noch am nächsten. Das komplette, also bei Modi steht alles auf der Liste. Er wünscht sich alles. Nur so gut, wir starten in das Spiel. Inhaltswarnung. Ach du Schande. Da gibt es eine Warnung für. Da müssen wir jetzt gewarnt sein vor. Mint of Island ist ein Spiel, das von komplexen Themen wie Traumata, Ängsten und zerstörerischem Verhalten gegenüber sich selbst und anderen handelt. Außerdem können die Bilder und die Sprache des Spiels bestimmte Menschen triggern oder beunruhigen. Also wie unser Podcast. Also zumindest was der zweite Absatz betrifft. Moos Reise ist ihre ganz persönliche Geschichte und soll nicht als allgemeine Darstellung von Menschen verstanden werden, die derartige Probleme haben. Ah, ein kleiner Disclaimer. Das heißt, es ist hier so ein bisschen satirische, es könnte ein bisschen satirische Humorgeschichte geben. Es könnte lustig werden. Triggerwarnung hier am Anfang. Also es können Leute sich. Dadurch, es können Leute angegriffen fühlen. Also, ihr seid gewarnt. Let's go. Bitte schließe das Spiel nicht und schalte das Spiel nicht aus. Während dieses Ladebalkens hier. Spring 2021 Demo 1.0. Okay, ich freue mich. Allein die Warnung hat mir schon gefallen. Jetzt bin ich gehypt drauf, jetzt will ich. Four brothers. Vier Brüder. Safan. Safan. Bergan. Bergan. Ande. Ande. Magendin. And Afla. Und Afla, ja. Eternal purpose. Die vier Brüder. Das Märchen von den drei, vier Brüdern. Drei, vier Brüdern. Nein, nicht alles. Ich habe heute so gut wie nur Trash gehabt. Peshimoyanza, ich kann es dir aussprechen. Und Guild of Ascension waren ganz nett. Aha. Können wir schon was machen? Nee, das ist hier nur ein kleines Intro. And a girl named Mo. Aha, Mo. Mo, das Mädchen. Interessant. Wir werden nachher bestimmt noch einiges zusammenspielen. Ich und Modi. Können wir mal gucken. Kommen wir mal in Discord rein und so weiter. Dann können wir mal, wenn es ein paar Multiplayer-Spiele gibt, die wir spielen wollen, die Modi mit mir spielen will, kannst du mir. Du hast mir einiges schon auf Discord geschickt. Können wir mal gucken. Ich habe jetzt erstmal zwei Games, die ich jetzt erstmal antesten will. Und dann schauen wir mal weiter. Als drittes Game nur vielleicht nochmal. Können wir dann einen Mo has Multiplayer learned machen. to sleep under the hissing tubes and the Mal schauen. ever-humming chambers.
The pumping cylinders give her comfort. The drumming of a job well done. Immerhin gibt es einen deutschen Untertitel. Das ist schon sehr, sehr, sehr lobenswert, dass es einen deutschen Untertitel gibt. Das ist schon wirklich sehr Nothing schön. Startles her more than silence. Kann man sich durchlesen und verstehen. There is no rest for the apprentice. Bewege Mo mit den Pfeiltasten. Oh Schreck. Und benutze F, um Objekte in der Umgebung zu interagieren. Und untersuche sie mit dem Augensymbol. Okay, mit den Pfeiltasten. WASD geht nicht. Sehr schade. Und es ist natürlich 2D. Wir können nur nach links und rechts, nach vorne und hinten können wir nicht laufen. Oh, aber wir können springen mit der Leertaste. Aha, interessant. Fotos. Viele davon sind von Moos Schwester Miri. Aha. Lassen wir die Fotos. Erinnerungsstücke von der Oberfläche. Hochklettern. Aha, wir können hoch. Ein Käfig. Das hier ist kein guter Ort, um ein Haustier zu halten. Ja. Da sagst du was. Können wir etwas mitnehmen? Den Napf oder so? So, da haben wir uns schon umgeguckt. Gibt es noch was zum Gucken? Zeichnungen, Entwürfe und Baupläne. Schlichte Werkzeuge für Moos Tüftlereien. Du hast den Omni-Switch aufgehoben. Omni-Switch rausholen. Oi. Es leuchtet. Halt S gedrückt, um den Omni-Switch rauszuholen. Zeigt wie ein Kompass zu deinem nächsten Ziel und verschafft dir Zugang zu den Maschinen der Riesen. Mhm. Okay. Okay, erkunde die unterirdischen Gänge und finde heraus, warum die Maschinen stillstehen. Ah, okay. Das zeigt jetzt natürlich dorthin. Wenn wir jetzt hier hingehen, das zeigt das ein bisschen mehr nach oben. Das zeigt genau dahin, wo wir hinwollen. Sehr gut. Ein Versuch, diesen Ort etwas lebendiger zu gestalten. Das hatten wir schon, ja. Und weiter geht's. Okay, hier noch was. Sieht nicht so aus. Also hinauf mit uns. Dort müssen wir so also lang. Bin mir nicht sicher, ob das gut ist, ob wir da lang wollen. Da kommen seltsame Geräusche raus. Aha. Springen. Habe ich schon gelernt. Du wirst schon fast von selbst. Runterklettern mit Space und ja. Genau so. Hops. Einigermaßen leicht verständlich, die Steuerung. Jetzt bestimmt gibt es hier auch einen Sprintknopf, damit man hier besser rüberspringen kann. Ich weiß nicht. Space hochklettern. F durchkrabbeln. Sehr schön. Hier ein kleines Tutorial. Dann lernen wir die Steuerung. Repaired and watched and built, but in this deathly silence, she is once more taunted by the one thing she will never be able to do. Für alle, die es noch nicht wissen, their engineering can be studied and replicated, but their strength
Ich muss gerade ausreden lassen. Das Steam Game Festival oder das Steam Spiele Festival. Ach du Scheiße. Ist so eine. Ja, das ist. Ja, ist eine Art Fest. Ist halt eine Art. Ja, eine Festival ist auf jeden Fall. Da werden halt. And the manufactured tubes. The engines are powered by physical force. Da werden Spiele gezeigt, die demnächst rauskommen, die jetzt 2021 voraussichtlich rauskommen, die jetzt. But the kind that no bald, could ever muster. Bald zu spielen sind. Das ist ähnlich wie bei der Gamescom 2020. Manche, also es gibt nicht so ein Online-Dings, wo du so eine Online-Arena, wo du rumlaufen kannst, aber die Ähnlichkeit zu Gamescom 2020 ist, also es gibt manche Spiele, da gibt es Trailer zu sehen, da gibt es neue Trailer zu sehen, es gibt manche Spiele, da gibt es Demo-Versionen. He is struggling to breathe. Even Mo can taste the stale air in her mouth. Und. It seems the ventilation system isn't working properly. But nothing does without the engine. Der Motor streikt. Ja, und wir müssen hoch. Wenn wir uns verirren, haben wir ja den hier, der uns zeigt, wo wir lang müssen. Geh zum Monitor und schau nach. Ja, das habe ich so schnell nicht lesen können. Sprintknopf wäre nicht schlecht. Hätte ich nichts dagegen. So, ich gehe mal hinauf. Das sieht ja alles schon richtig toll aus. Das sieht irgendwie so aus, als wären wir in den Gedärmen eines riesigen Monsters. Also die Welt sieht hier irgendwie, ja, die sieht wirklich hier. Ach so, hangeln. Okay, das muss ich erstmal können. Ach so, ja, hier. Dann bist du nicht loslassen. Ach so, ja. So funktioniert loslassen. So, auf zum Monitor. Okay, da können wir auch so hoch. Sehr schön. Da kunden wir hier mit der kleinen Mission die Welt und finden heraus, wo das Problem des Systemausfalls liegt. Ah, so, hier nochmal hoch. Ja. Ich denke, die Demo-Versionen werden auch nicht Ewigkeiten dauern. Das ist jetzt alles nur so ein kleiner, so ein Schnupperkurs ins Spiel. The observatory is not much use. Aha. Sieht aus wie ein riesiger Wurm oder so eine riesige Schnecke oder was auch immer. Ein lebendes Wesen. Verwende den Omni-Switch, um den Notstrom zum Monitor zu bewegen. Okay, Omni-Switch. Aha. Also mit dem Omni-Switch vielleicht es rausholen. Achso, jetzt können wir hier S und F einrasten. Ah, okay. Ins Auge gesteckt. Na, sehr lecker. Und S und F kurbeln. Ah, okay. Hier können wir es angucken. Kein Strom. Das ist schlecht. S und D einstecken. Na komm. Zack. Sonde bewegen.
mit dir da hoch vielleicht? Ja, sehr schön. Mit F-Pumpen. Ach du Scheiße. Muss ja jetzt hier. Mega-Kombo. Alter, das gleichzeitig drücken. Auch noch F hier. Sehr schön. It hits Mo like a punch to the chest. It is all four of them. They all Ach, die vier Brüder, die vier Brüder. Sehr schön. At the same time, something grave must have occurred. But what? Untersucht die Oberfläche, um herauszufinden, warum das Belüftungssystem ausgefallen ist. Okay. Untersuchen wir es mal. Die Riesen treiben ihre Motoren nicht an. Die Inseln sind ungeschützt. Okay. Erstmal hier durch, oder was? Dann gehen wir mal hier ein bisschen voran. Die Grafiken, den Artstyle, den finde ich ja wirklich, das ist halt... Ich finde das nett. Finde ich gelungen. Muss wirklich so sagen, das ist halt... Bisher finde ich das Spiel auch ganz toll. Das mit dem Jump-and-Run-Elementen hier und den Story-Elementen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das mal spielt als Let's Play. Vielleicht im Stream, auf Twitch. Mal schauen. Without the veil, the air is too toxic wann das rauskommt. And just as Moore feared, the vents have all shut. The poison is kept out. Mit Untertiteln geht das ja, da verstehe ich zumindest einiges. Safon is slowly suffocating, and the other three may have it worse. Minute of Islands. Ja. Bisher gefällt es mir. Das Stil so hat so ein bisschen was von. Ja, hier. Mich erinnert es gerade so ein bisschen an. Von Rick and Morty, wie heißt das Spiel, wie heißt die Sache hier, Anatomy Parks. Drin in der Monster. Ja, hat was Tolles. Die Welt sind die Gedärme eines Monsters. Oh, okay, jetzt haben wir das Licht ausgeschaltet. Muss man wieder aktivieren. Wir sind nicht gestorben, aber... Müssen wir aufpassen, dass das Licht nicht ausgeht. Ah, auch sehr interessant. Sehr schöne Sache. Ich würde sagen, wenn es unten ist, jetzt. Na, so ein Mist. Na, auch hier ein bisschen Schwierigkeit eingebaut. Der Zeichenstil nennt sich fleischig. Mhm. Hat was. Fällt mir. Ist bestimmt nicht für jeden was, aber. Ja. Nein! Wie sollen wir da rüberkommen? Sprinten kann ich nicht. Müssen wir da nochmal rüberkommen? Ach du Schande. Verstehe schon, was ich machen soll. Vielleicht können wir hier von oben runterspringen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Hier nochmal aufkurbeln. Vielleicht klingt uns das, wenn wir hier in den beherzten Sprung machen. Das ja gar nicht geht. Was sehr schade ist. Ach du Scheiße. Wie soll das denn funktionieren? Direkt rein. Und hier dann? Wie soll das funktionieren? So hoch. Okay, da kommen wir dann. So muss nur dran vorbeischleichen. Ja gut. Ist dann hier schon das erste System, wo ich dran scheitere. Also. Ins Auge. Und dreh.
Okay. Vielleicht, wenn es oben ist. Haben wir vielleicht eine Chance? Ja, sehr gut. Nein! Ufa. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Dass wir hier keine Scheiße machen. So, durch hier. Strom läuft. Oha, ein Wal. Läuft jetzt die Qual der Wal oder was? Rennen, wenn der oben ist, durch. Hab ich ja getan. Ja, bloß rennen kann ich noch nicht, da verstehe ich noch nicht wie. Ah, okay, sind wir an der Oberfläche. Sehr schön. Minute of Islands, ein Game bei Studio Fitspin. Ja, das war's schon. Das war schon die Demo-Version von Minute of Islands. Ah ja, was heißt denn schon? Das ist, ich meine, schön, 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 schön. Ja, sehr schön. Also das ist so ein bisschen, erinnert auch, also mich erinnert es vom Stil her, so vom Grafikstil auch so ein bisschen an, ich sag schon hier, Little Miss Fortune erinnert mich ein bisschen. Ein klein wenig. Bei dem Wal habe ich oben Tentakel gesehen. Spielst also schon im Warenkorb. Da passt es ja für Modi. Ah, wir können weiterspielen. Ist noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Das war nur ein kleines Intro. It shows all three purifiers are down. As geht noch weiter. Any confirmation beyond the spores in the air. This is on you, Safan. Mo grunts. Pray it is not too late for me to fix your mess. Stelle die drei Luftreiniger auf eine Nachbarinsel. Okay. Ein Hai. Hi, wie geht's? Dieser Fang ist der größte Stolz ihres Onkels. Ein Blick auf die anderen Inseln, sie liegen nicht weit von hier. Ja, treffen wir jetzt den Onkel oder was? Scheint mir fast zu. Nein, kein Onkel hier. So. Daher kam also dieser Geruch. Ein stinkendes Loch voller Sud. Wenigstens haben die Sporen die Krustentiere nicht verdorben. Ja, Fische. Da riechst du wahrscheinlich ziemlich nach Fisch. Kann ich mir vorstellen. Daher kam der Geruch. Wo wollen wir jetzt hin? Runter. Unser Wegweiser-Kompass sagt, wir wollen hier hinein. Da müssen wir doch durch die hier. Durch die Grube. Ne, wir müssen. Wie lang müssen wir? Tja, merkwürdig. Ja, wo wollen wir denn hin? Wo müssen wir hin? Ja, dort müssen wir lang. Da blick ich nicht wie. Wie wir weiterkommen.
Können wir in diese Teergrube rein, oder? Daher kam der Geruch, ja, schön. Da hofft sie, dass die Tiere nicht verdorben sind. Können wir irgendwas mitnehmen oder irgendwas machen hier? Pommes plus Fisch ist Fisch und Chips. Fisch mit Kartoffeln. Mo hat heute noch nichts gegessen. Sollte sie sich vielleicht ein bisschen Fisch mitnehmen. Mit Kartoffeln. Ja, was machen wir hier? Ui, Verzeihung, ich hab mich verschluckt. Ja. Dort. Können wir uns irgendwie ducken oder springen oder bringt das irgendwo? Kommen wir hier irgendwie weiter? Reinducken in das Loch oder? Ja, schön. Alle Tasten ausprobieren. Hast du eine Idee, Modi? Hast du das Spiel vielleicht schon gespielt? Die Demo-Version. Boah. Okay, mit Space und Dings können wir vielleicht runterklettern. Ich kann irgendwo hochklettern. Die Gitter durch. Ne, nicht wirklich. Nur keine Ahnung. Tja, gibt's da schon ein Workflow zu der Demo? Bestimmt, hat das schon jemand auf YouTube gebracht. Müsste mal gucken. Minute of Islands. Ach, zu Gamescom gab es da auch eine Demo für. Deshalb kommt mir das bekannt vor. Demo. Für Demo-Gameplay. Ja, also YouTube hat doch immer was Tolles. YouTube hilft immer gerne weiter. Spiel einfach das Spiel. Ja, ich spiel's doch. Ist es halt, ich blick halt nicht mehr. Versuch's halt rauszufinden, wo es jetzt weitergeht. Also der Stab sagt mir, wir müssen runter, aber ich komme nicht runter. Es gibt ja nichts, wo wir runterkommen. Ist ja, ich blick offensichtlich irgendwas nicht. 1 plus 1 ist 3. Okay. Ja. Ja, wo müssen wir jetzt hier hin? Tja, jetzt stehen wir am Eck. Da muss ich mir gerade mal helfen lassen. Ich gerade echt keine Idee habe.
dort lang. Sie haben jetzt nur irgendwas mitzunehmen ins Notar oder irgendwas aufsammeln. Irgendwie können wir da bestimmt vielleicht hier wieder runter. Das macht bestimmt einen Sinn. Ah, sehr schön. So, jetzt kommen wir hier runter. Ja, wir müssen hier. Sehr schön, hier. Natürlich. Ich hab da unten nicht gesucht. Es ist nicht dein erstes Adventure. Ich habe hier noch nicht geguckt. Und da oben gerade ein bisschen gescheitert. Mo hat sich nie für das Angeln interessiert. Rumsitzen, nichts tun. Einige Stücke aus den umfangreichen Sammlungen ihres Onkels. Aha, wir schauen uns hier natürlich erstmal um. Okay, darunter können wir vielleicht nicht hoch können wir. Okay. Hier ist eine Flasche, können wir Flaschen sammeln. Die Flasche mitnehmen. Und wenn der Rat gesagt. Oh wei. The smell made it clear. It died a long time ago. And now the spores are taking hold of whatever remains. A better fate than the fungus eating you alive. Gut. Die Möwen, die fangen hier schon an, am Kadaver rumzuknabbern. Und auch nicht gut. Sankt die Möwe. Scheint mir so eine Art Möwe zu sein. Na komm. Wir müssen sogar hier lang. So, sehr gut. Da mein Schiff. Das Schiff muss kurz aufgeladen werden. Irgendwo, ja, hier. Hier haben wir Strom zum Aufladen. So, zack. Aufladung aktivieren. Hoch damit. Jetzt muss ich mich ein bisschen verrenken, um die Tasten zu drücken. Ja, Schiff aufgeladen, würde ich sagen, oder? Können wir los. Oh. Krakenarme. Do not worry. I will fix your mess. And I will save our homes. Moore reassures herself. Modi freut sich. Wir sind Krakenarme. Insel verlassen. Bist du sicher, dass du deine Reise beginnen und die Insel Boan verlassen willst? Ja, let's go. Das Boot hat Krakenarme.
Na, wie findest du das, Modi? Das Boot hat Krakenarme. Das ist jetzt dein absolutes neues Lieblingsboot. Sehr schön. Eine Insel mit zwei Bergen. She knows the damage the spores are capable of. Das Boot sieht aus wie schimmelige Scheiße. First poisoning the mind, then ever so slowly consuming the body. How it will spoil the verdant soil and obscure so schimmelig, dass es schon lebt. Schön. Das Spiel gefällt mir doch bisher. Das ist doch. Despite all of its dangers, Moore frequently inhales the poison. An occupational hazard, she calls it. A sacrifice others weren't willing to make. Gift wird eingeatmet. Ach du Schreck. A few violent coughs, a few eerie apparitions, won't einige keep Hustenanfälle her from doing später. Her job. After all, she is the bearer of the Omniswitch. Das haben wir bekommen. Es trägt den Omniswitch. Oh je. Yeah. Was geschieht? Weiter durch den giftigen Nebel durch. Ein paar Hustenanfälle später. The island of Bever, once a bustling place, before the great exodus, now just a pile of broken things and abandoned ideas. The island hosts the purifiers, guarding Safon's domain, and not much else anymore. Angekommen, oder was? Kapitel 1, Safon. Teil 2, die Insel Bava. So, alles aussteigen. Erstmal schön anlegen. Ganz in Ruhe. Nicht immer so wie wir in Sea of Thieves. Volle Völkerachrohren. Den Steg reinbrettern. Die Krakenbrücke. So, an Land. Null von 12 Dings haben wir gefunden. Wir erinnern uns an eine Qualle. Die im großen weiten Ozean schwimmt. Und sind auf einer neuen Insel. Hier können wir unseren Stab rausholen. Finden den ersten der drei Luftreiniger und starte ihn. Ja. Ich zu langsam beim Lesen. So, hoch hier. Einen Luftreiniger müssen wir also finden. Das ist halt gut für den Giftnebel, den könnte man halt damit auflösen. Das ist halt gar nicht so falsch. Hier können wir uns erinnern. Und noch mehr Quallen. The smell of sea berries fills her nostrils. Or is it a scent lingering in her memories? Aha. Ein Beet voller. Ach so, die Erinnerung müssen wir. Oh, Sekunde. Sollte ich vielleicht nochmal runtergehen? Da war eine Erinnerung, die wir noch nicht aufgesammelt haben.
könnte man vielleicht noch mal hier zurücklaufen. Da schwebt noch eine Erinnerung rum. The children used to all come here together. Miri, Moor, their friends, for the Seaberry Jam, the Scarecrows and the rides. And then the Exodus happened. Der Weltuntergang ist happened. So, hoch mit uns. Die schönen Felder hier. Und hier können wir uns was anschauen. Das Gift in der Luft tötet bestimmte Tiere schneller als andere. Ja, ach so, stimmt. Die gelben Wolken sind ja auch ziemlich in der Nähe. Also müssen wir hier Lufterfrischer anschalten, damit hier die gelben Giftwolken mal endlich verschwinden. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Kommen wir da irgendwie hoch? Ja, sehr gut. Da kommen wir tatsächlich hoch. Ah, da ist eine Leiter. Hinauf mit uns. Oh, ein altes Sofa. Auch schön. Ein Haus. Her uncle's estate. He should be inside. With the windows shut and doors locked. Aha. Ah, da ist der Onkel drin. Okay. Moore's heart skips a beat. Either the fungus got to him, or he is somewhere out there. Fiddling with the purifiers himself. Wir werden sehen. Hinein mit uns. Okay. Ist jemand zu Hause? Über die Jahre angehäuft ungeöffnete Briefe. Mo kennt das nur zu gut. Über die Jahre angehäufte ungeöffnete Briefe. Ach so, ja. Im Ofen dachte ich. Nicht. Der Ofen ist noch warm und es duftet nach frischem Brot. Also weit scheint er nicht gekommen zu sein. Weit kann nicht gekommen sein. Danke. Jemand ist überastet aufgebrochen und hat vergessen, den Herd auszumachen. Wir lassen ihn natürlich auch an. So viele Flaschen, aber nur eine Sitzgelegenheit. Hoppla. Können wir uns die Sitzgelegenheit angucken? Familienbilder. Mo ist nur auf wenig davon zu sehen. Aha, es beschreibt, was er für ein Onkel ist. Ihr Onkel wartet immer noch darauf, dass sein Hund zurückkommt. Nicht im Schlafzimmer rumstöbern hier. Nun, immerhin ist er nicht hier gestorben. Und hoffentlich ist er gar nicht gestorben. Wir werden es ja noch sehen, aber ich hoffe doch nicht. Es wäre ja traurig. Der Werkzeugkasten ihres Onkels fehlt. Oh, hier können wir uns wieder erinnern. Erinnere dich. Moore remembers every one of these masks. The people who once wore them. The lingering memories of people. In one way or another. Now gone. Scheint hier eine traurige Geschichte gegeben zu haben. Auf die Unbekümmertheit. Prost. Ah, okay. Da müssen wir hoch. Werkzeugkasten des Opas fehlt. Eines Onkels. Nicht des Opas. Hier hoch. Okay, das ist ein bisschen knapp, hier hochzukommen. Aber wir kommen hoch. Nichts als Rost und Fischfett.
Fischfettura. Auch noch eine Erinnerung. Na komm, Blümchen. Moore never understood the appeal of bones. To decorate a tourist attraction. It's authentic, her uncle would say. But he'd always dodge the question of whether the bones were from a whale or another large creature. Okay. So, können wir jetzt hier noch irgendwo hoch? Da muss so lang. Hier hinauf müssen wir. Kommen wir da hoch? Aha. Okay, aber wie kommen wir da hoch? Erstmal hoch. Nee, wir müssen dort lang. Das ist schon richtig hier. Das sind doch Hähnchenknochen. Das sehe ich doch. Aha, Hähnchenknochen. Das müssen aber riesige Hähnchen sein. Tja. So, hier müssen wir bestimmt irgendwo hochkommen. Können wir uns an den Knochen vielleicht irgendwie auf der Achterbahn weiterlaufen? Tja. Also. Nichts als Rost und Fischfett. Den Stab können wir da auch nicht reinstecken. Uns, dass wir da hoch können sollen müssen. Ja, ist logisch, dass wir da irgendwie hoch müssen. Aber wie? Wir sind auf so einer Art Freizeitpark. Das war mit Anatomy Park doch nicht so falsch. Noch mal runter. Vielleicht suche ich mal wieder unten. War ja vorhin, als ich schon nicht weiter wusste, eine gute Lösung, erstmal unten weiter zu suchen. Okay, da müssen wir hoch. Tja. Nachdenklich Kopfkratz. Da sind wir schon richtig auf dem Weg. Jetzt müssen wir woanders lang. Durchs Haus wieder durch. Ah, wir haben einen Sprintknopf gefunden. Auch schön. Versuch mal hier durchs Haus durch. Ich meine, wir müssen danach schräg oben. Das ist ja. Immerhin waren wir ja dort drüben noch nicht überall. Das könnten wir mal versuchen, dort weiterzukommen. Ja.
Hier zum Beispiel. Da waren wir noch nicht. Da können wir weiter. Sehr schön. Moore's uncle owned this place. He still somehow does. Jahrmarktmusik. One ride was two coins. Back when money still meant something. Okay. Die Lore, in der Mann gefahren ist, die liegt dort umgekippt. Okay. Schauen wir uns um. Es duftet immer nach Zuckerwatte, Popcorn und Frittierfett. Wie auf einem richtigen Jahrmarkt halt. Da gab es noch was zu gucken. Runter mit dir. Mehr ist von dem leckeren Slushies ihrer Jugend nicht übrig geblieben. Mo hat keine Münze, um es einzuschalten. Sehr schade. Da müssen wir wohl eine Münze finden. Und da oben ist die Station, die wir scheinbar der Luftauffrischer kriegen müssen. Waiting for a spark. Den müssen wir mit Elektrizität, ja, mit Elektrizität versorgen. Aha, hier geht's durch eine Höhle durch. Durch eine duster, dunkle Höhle. Da müssen wir links rüber. Und wir gehen hier erstmal lang. Es gibt hier noch was zu sehen. Ne, nix. Ein Smiley auf einer Hütte. Ah, hier gibt es noch was zu sehen. Da drin ist ein mysteriöser blubbernder brauner Brei. Ein blubbernder brauner Brei. Ein blubbernder brauner Brei. Ich kann es schon langsam nicht sagen. Barry, der Sanddornbärenjunge. Ein Hit bei den Besuchern. Sehr schön. Das hätten wir verpasst, wenn wir jetzt hier nicht runtergeklettert wären. Jetzt müssen wir da entlang. Okay. Versuch's mal hier drüber. Ich leide auch schon unter dem gelben Gas hier. Ja. Zeit mal den Lufterfrischer anzumachen. Müssen wir wirklich durch die Höhle durch. Ja. Und mal wieder blicke ich etwas nicht. Was ist denn schon wieder was los? Mir steckt wieder was im Hals. Freunde. Ja, da müssen wir hoch, aber manchmal müssen wir halt auch links und rechts schauen. Verdammt mich. Hier können wir hoch. Sehr schön, so einfach ist es. Und jetzt können wir den Wagen hier schieben. Und den jetzt bestimmt benutzen. Oder auch nicht. Oder schon. Ja, sehr schön. Jetzt können wir hier einmal hoch. Na komm.
Wir brauchen noch Energie. Die müssen wir da drüben abholen. Sehr schön. Sekunde. So, zack, hier oben ran. Lufterfrischung. Nee. Plotwist, das Spiel. Das spielt in der Lunge eines osteuropäischen Bauarbeiters und du bekämpfst den Asbest. Ja. Dieser Teil der Insel ist sauber. Finde nun die beiden anderen Luftreiniger. Beiden anderen? Ach du Scheiße. Gibt's noch mehr auf dieser kleinen Insel? Ich glaub's ja kaum. Tatsache. Der Teil der Insel ist sauber. Hier unten ist es noch ein bisschen. Ist noch nichts sauber. So gering ist der Lufterfrischer, dass das hier. Ist das nur den kleinen Winkel hier verbessert? Jetzt müssen wir da runter. Müssen wir wieder runter. Runter, hinunter. Hier wieder hoch. Tja, dann gehen wir mal wieder runter. Durch die Höhle durch. Dass wir da runter wollen. Okay, ich würde mal sagen, machen wir es mal erstmal. Hoch, wieder hoch können wir dann später auch noch. So. Und hier haben wir einen schönen Ausblick. Sehr toll. Ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen. Ich muss ja ein bisschen experimentieren. Jetzt steige ich, jetzt klettere ich aber wieder hoch. Das wollen wir nicht. So, hier hinunter. Irgendwie sind wir doch hier hochgekommen. Jo. Ich gehe vielleicht noch ein bisschen weiter runter. Ah, okay, da ist ein Hebel. Müssen wir erstmal betätigen, bevor wir da längs kommen. Also hier erstmal hoch. Rein ins Haus. Durch das Haus. Vielleicht kommen wir jetzt hier drüben mal weiter. Ah ja, hier geht's doch bestimmt runter. Oder nicht? Warte, hier. Sehr schön. Kommen wir jetzt weiter. Ein
eingeben. Viel härter. Sehr schön. Hinunter mit mir. Den Hebel hier. Das ist durch die Brücke, die wir vorhin gesehen haben. Von der anderen Seite. Jo. Genau das ist er. Eine Schatztruhe oben. Na komm, runter mit dir. Ja, die Steuerung ist hier mit dem... Ja, mit dem Runtergehen noch nicht so ganz... Also muss man sie erst... Ja, verstehe. Okay. Oha. Ist das schon die Luftfuschermaschine oder sieht auf jeden Fall nach einer Maschine aus? Eine Ankerwerfmaschine. He didn't want kids sneaking around, breaking things, or adults stealing things. But Moore was always welcome here. Moore was family. Aber mit Sicherheit. So, komm. Ich kann mal am Rädchen drehen. Oder etwa nicht. Öffnen. Wer lässt sich der von innen öffnen? Finde eine andere Möglichkeit, die andere Seite zu gelangen. Aha, okay, das Vermoosterrad hier können wir nicht drehen. Jetzt können wir ein Schiff schieben. Ein Boot. Ein kleines Paddelboot. Jetzt sollten wir es in die andere Richtung schieben. Lassen wir es erstmal hier stehen. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen. Erstmal weiter hier. Oha. Starres Mädchen. Kann so einen Blitz verschieben. Jetzt kommen wir doch bestimmt hier hoch, oder? Einen Anker ranhängen. Ja. Genau da hoch müssen wir. Oh, und unser Stab ist jetzt rot. Interessant. Hat das was zu bedeuten? Wir müssen irgendwie hoch. Vielleicht können wir das Schiff herholen. Das kleine Boot. Das ist der richtige Weg hier, das Brot mitzunehmen. Versuch's mal. Das Brot hat eh schon einen Leck. Okay, aber da geht's hier nicht. Mein Boot. Tja, also das Boot haben wir jetzt hier. Ah, sehr gut. Jetzt können wir den Anker ziehen. Um das Boot. Jetzt können wir hier über die Maschine bestimmt nicht. Ah, hier hoch können wir. Ach, jetzt sind wir hier drin und können von innen können das Tor aufmachen. Ist doch erstmal eine gute Idee. Und nun können wir hier hoch. Jetzt können wir uns hier erinnern. Ein Wal.
Moore remembers the heat on her tongue and fingers as she snuck a taste of the steaming sweet-sour jam. Die Demo ist jetzt schon länger als die Story in manchen AAA-Titeln. Ja, das ist... Willkommen bei den Indie-Games. Und das Hauptspiel ist dann nochmal viel länger. Das ist ja jetzt, das ist dann nochmal... Musst dir mal vorstellen, das ist ja dann... Das ist... Uff. Die Demo-Version zeigt ja nur einen winzigen Teil des Spiels. Das Hauptspiel ist dann nochmal... Protecting his property. Zehnmal so lang, mindestens. Moore takes in the sour scents of the fermented berries, deeply curious to know their taste. So, und Schlüssel haben wir jetzt noch nicht. Die Hütte ist mit einem schweren Vorhängeschloss verriegelt. Einen Schlüssel müssen wir suchen. Da muss doch ein... Okay. Versuch mal hoch zum... Oh, da steht einer. Vielleicht wären sie in ihren Bauern geschützt gewesen. Dann können wir uns wieder erinnern. Erinnere dich. Na. Ah, ist aber schwer ranzukommen. So, komm! Verdammt. Die Erinnerung ist unerreichbar. Scheint unerreichbar. Und dass man nicht irgendwo ist da oben. Jetzt versuchen wir es nochmal übers Dach. Hauptspiel einfach 800 Stunden. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich gefühlt alle interessanten Titel vom Festival auf Twitter folge. Das ist schön. Das Dach kommen wir nicht hoch. Schade. Dem hat ihr Onkel mit seiner Harpune selbst besiegt. Vermutlich unecht, wie so viele Artefakte auf dieser Insel. So, hier runter, da hoch. Jeder Mensch braucht ein Hobby. Für ihren Onkel ist es das Angeln nach großen Fischen. Sehr schön. Und hier können wir uns wieder erinnern. Kommen wir da besser ran als an die letzte Erinnerung. Ja, sehr schön. Moore remembers excitedly showing everyone who would humor her the sounds and rhythms of the machine underneath the land. Her uncle always stayed the longest, watching her face light up the little dark holes inside. So, sehr schön. Ist immer hoch. The old wood groans. Oh shit, und der Gründer, CEO von Bethesda, ist vor einer Stunde gestorben. Ja, dann man hat sich Spaylight oder so. An alle Mitarbeiter und alle bekannten Verwandten, Angehörigen. Ja. Dann sollten wir vielleicht jetzt mal ein Bethesda-Game spielen. Okay, die Leiter, ja. Kriegen wir die irgendwie den Hebel nochmal ziehen? Thank you.
muss genau andersrum einmal. So, dass wir es benutzen können, um nach oben zu kommen. Das kann man im Let's Play now. Ja, noch in diesem Stream. Jetzt mal eben. So. Hier hinunter. Dort hinunter. Jetzt kommen wir vielleicht gleich zu unserem Onkel hin. Hier entlang. Rutsch, rutsch, rutsch. Hallöchen. Freund oder Feind? The berry farmer sighs, exhausted from his struggle. Living things are his purview. Ich hing da im Fahrrad. Not machines. So for all his troubles, all his striving to fix the machine, it simply bore no fruit. Mhm. Ich hing da weiterhin ab. Sehr schön. Können wir mit ihm reden? Oder nicht? Hier erstmal eine Brücke. Eine Brücke bauen. Ich würde hier gerne mal erstmal den Lufterfrischer aktivieren. Da haben wir schon 2 von 4. Reden. More frowns, her frustration growing. She warned him not to toy with the machines. Moore's uncle huffs, disappointed at his niece's rudeness. For heaven's sake, was I meant to just watch as the poisonous dust slowly settled around my island? He was meant to stay inside and wait for her to be done. His heroics were simply unneeded. Jo. Lufterforschung. Ein Rasten. Kurbeln, 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 kurbeln. So, hier. Sehr schön. Lufterforschung Nummer 2. Everything is responding the way that it should. Looks like the old man didn't touch anything important. Dieser Teil der Insel ist wieder geschützt. Finde den letzten Luftreiniger und aktiviere ihn. Was, den letzten? Ich dachte... Oh, ja, tatsächlich. Den letzten, den dritten. Na. Ich wollte hier gerade noch ein bisschen was teilen. Versuche gerade ein bisschen Werbung zu machen von den Stream. Waren wir hier schon mal? Kommt mir bekannt vor. Ja, das hat der Onkel selbst alliiert. Das kommt mir bekannt vor. Das haben wir schon mal. Das haben wir. Das kennen wir schon. Sekündchen. Das schon alles, haben wir uns das alles schon angeguckt hier oder vermutlich zu Unrecht? Ja, okay, das vermutlich als Unrecht. Unecht. Das kommt mir bekannt vor, hier waren wir schon mal. Haben wir hier unten? Haben wir jetzt einen Schlüssel oder? Ich fürchte nicht. Oh, doch. Nee.
ja. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Jo. Haben wir das schon? Ja, wir waren hier doch schon überall schon. So, wo geht's zum nächsten? Ach ja, hier wollten wir ja von oben mal. Vielleicht können wir von oben darunter springen und uns an den Wal erinnern. Hier gibt es noch eine Erinnerung. Ah, okay, man kommt dran. Moore remembers the first time she saw the farmer bisschen anstrengend. Singing a song as he lit a candle by this tree. She didn't understand what he meant until later. That things are only gone when they are forgotten. Okay. 7 von 12 Erinnerungen. Ob wir jetzt alle Erinnerungen kriegen können, weiß ich nicht. Finden wir jetzt erstmal den dritten. Da wird irgendwo unten rechts sein, denke ich mal. Der nächste. Der nächste Lufterfrischer. Hier waren wir überall schon. Wo finden wir den nächsten? Hier ist die Luft noch trüber. Das ist hier müssen wir. Jetzt müssen wir hier mal lang. Ja, da müssen wir hoch. Ich sollte mal öfters das Stäbchen einsetzen. Es hilft uns vielleicht weiter. Dort links. Hinauf. Öffnen können wir das noch nicht, aber waren wir hier doch schon richtig instinktiv hier richtig gegangen. Aber wir waren da vorhin schon mal. Tja, hier nochmal lang. Okay. Scheint die Richtung zu sein, wo wir hin müssen. Und die Leiter ist noch unten. Müssen wir jetzt erstmal einen Hebel finden für die Leiter. Der Hebel ist für was anderes. Der verschiebt diese Leiter. Okay. Wenn das so weitergeht, 24-Stunden-Stream nur mit dieser Demo. Ja, ich sehe es schon kommen. Da oben ist der Hebel. Da müssen wir erstmal hinkommen. Wir brauchen irgendwo einen Schlüssel, das ist das Ding. Wir brauchen einen Schlüssel. Vielleicht gehen wir mal zurück zu dem Mann. Vielleicht gibt er uns einen Schlüssel. Ist vielleicht gar keine so blöde Idee. Haben versehentlich die Vollversion statt der Demo veröffentlicht. Das glaube ich nicht. Jetzt habe ich es natürlich mal gedreht. Jetzt muss ich es nochmal
Gibt es bestimmt irgendwo einen Schlüssel zu bekommen oben. Wir sind ja erst in Level 2, das ist ja jetzt erst. Wir sind ja erst auf der ersten Insel, das ist ja hier wirklich. Muss hier nochmal runter. Wir brauchen einen Schlüssel, das ist auf jeden Fall, das steht auf jeden Fall fest. Hier ist ein Hebel, der das hier ausgelöst. Hast einen Schlüssel für uns vielleicht? Relief washes over her uncle at the sight of her success. Feeling thankful and a little ashamed, he offers some seaberry wine as reconciliation. He hands over his key, a sign of his trust. Er gibt uns seinen Schlüssel als Zeichen seiner Verachtung. Wir hätten einfach nochmal mit ihm reden müssen. Alles klar, du hast einen Generalschlüssel für die Insel erhalten. Ja, gut. Man sieht es hier ganz beispielhaft. Ein Ding der Gesellschaft, das ist halt, also man muss halt nur lernen, miteinander zu reden und dann lassen sich viele Probleme ganz einfach beheben, wenn man nur lernt, nur miteinander redet. Das ist halt, dadurch lassen sich viele Probleme ganz einfach lösen. Man einfach redet, einander hilft. So kommt man weiter. So, jetzt müssen wir noch das Ding, den Ort finden, wo der Schlüssel hingehört. Jetzt habe ich meine Orientierung verloren. Joa. Ob ich dort lang komme. So, ich gehe mal wieder runter. Da war doch, da sind Schlösser, die wir öffnen können. Sehr schön. Schloss entfernt. Aufheben. Du hast dir eine Flasche edlen Sanddornbeerenwein geholt. Maybe she is being too harsh on her uncle. He is only trying to help, after all. More considers the bottle. Sonst spricht aber nicht der menschlichen Natur besitzen und erobern. Small moment with the farmer, but too many lives are in danger. Too many things are at stake. The glass will simply have to wait. Ach, schade. Mutter den Wein zurückgebracht. Hey, das nimm doch mit hier, das können wir doch auf dem Schiff nachher trinken. Das haben wir doch hier zum Feier des Tages, das wir die Insel geschafft haben. Können wir den Wein dann aussaufen. Oha, hier wird's düster. Demo vorbei, oder was? Nein. Alkohol. Thank you for playing. Ja, da ist die Demo vorbei. Könnte man den dritten Lufterfrischer nicht mehr machen und die erste Insel abschließen. Ja, da müssen wir das Hauptspiel kaufen. 18. März 2021. On PC and Consoles. Wishlist on Steam. Ist, glaube ich, schon. Habe ich schon. Müsste ich schon. Gut. Habo Cat Adventure als nächstes. Nee, ich glaube, da habe ich noch was anderes. Da habe ich noch was anderes, was ich spielen will. Und das Habo Cat Adventure Multiplayer. Können wir das als nächstes noch machen? Press Enter to return to Main Menu. Okay, ja, 18. März. Sehe ich schwierig. Weiß ich nicht, ob wir das auf Twitch streamen können dann bei Release.
Ich meine, am 11. Februar kommt Little Nightmares 2 raus. Es wird ein bisschen knapp sein. Ich meine, so schnell werde ich mit Little Nightmares 2 nicht vorbei sein. Aber vielleicht irgendwann wird vielleicht mein Sommerprojekt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Nee, aber ein 3D-Jump'n'Run mit Erwachsenenwitzen. Ja. Aber gutes Spiel. Könnt euch wishlisten auf Steam. Unbedingt. Unbedingt, unbedingt. Haben wir noch eine Sammlung? Aha, okay. Wir haben Einstellungen. Okay. Jetzt haben wir die Sprache geändert. Öhö. Französisch, Espagnolo, Chinesisch, Englisch, Deutsch. So, das Team. Ja, die Credits, das muss jetzt noch mal, das muss aber noch mal sein. Published by Mixed Vision. Props gehen raus. Mixed Vision. Holländisch oder No Boss. Ja, wir wollen schon lesen können. Ja, großartiges Spiel. Das ist, können wir hier die Credits, die müssen jetzt sein, müssen wir uns nochmal angucken. Developed by Studio Fizban. Tolles Indie-Game. Schaut sich an, auf meiner Wishlist ist es, glaube ich, schon längst drauf. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das sind die Leute, die schuld dran sind. Wie ich immer sage. Die haben es veranstaltet. Ja. Ich kann es, wie gesagt, als Sommerspiel im letzten Jahr 2020 habe ich dann so im Juni, Juli habe ich. Jetzt ist die Musik aber ziemlich laut. Kann man mich auch hören? Im Sommer 2020 habe ich Summer in Mara begonnen und dann könnte man das jetzt vielleicht auch jetzt 2021, jetzt Sommer, Juni, Juli vielleicht. Zu Release wird es vielleicht nichts, aber dann später. Irgendwann. Mein Headset ist ziemlich leise, deshalb muss ich, glaube ich, hier ein bisschen lauter sprechen, damit man mich überhaupt noch versteht. Versteht man mich noch? Das Spiritfahrer, das wäre auch was für den Sommer. Ja, mal schauen. Mal schauen. Auf jeden Fall gerne. Gerne, gerne. Es ist also. Hat mir sehr gefallen, die Demo-Version. Oder Skyrim. Nee, vergiss es, Molly. Skyrim wird nicht gespielt. Voting bei Maple of Unity und FMOD. Soundtrack ist aber ziemlich laut jetzt hier. Das ist aber ein bisschen. Wehe, das wird mir jetzt geclaimed. Wehe, das wird mir auf jeden Fall nicht nachher hochladen geclaimed. Wehe. Selber den neuen Soundtrack so laut machen und dann hier. Und dann hier claimen. Wehe, das. Wehe, die Credits, wenn die Credit-Musik wird mir geclaimed. Dann bin ich aber das. Ach, kein Problem. Ich kenne die Entwickler. Das wird hier, das ist dann, wenn das Video auf Twitch geht, ich werde das dann wahrscheinlich als Test hochladen irgendwie. Wenn das geclaimed wird, dann ist, da sage ich aber Bescheid. Das ist jetzt, dann macht die Musik leiser. Aha, eine spezielle Grüße vom Team. Oder von den Supportern oder Leute, die EU hat das finanziert. Es ist von denen da oben. Ja, die da oben waren es. Danke an die großartige Fizzbin-Team. Ja, das sind die Patreons hier, oder die Kickstarter, wie auch immer, die Unterstützer, die das finanziert haben, die damit da gesponsert haben. Die haben halt jetzt hier ihre einzelnen Nachrichten dort.
Die durften halt jetzt sagen, ihr Geld reinschreiben, ihr Geld reinschreiben, ihre Texte, ihre Botschaften. Tim, Tobi, Volkan, Zoe, Zoe. Und das waren die Credits. Jo, danke für das Spiel. Danke für die Demo an den Entwickler. Falls du mal Affiliate wirst, ich mach dir einen Aluhut-Emote. Gerne. Emotes müssen wir doch auch mal machen, sobald ich immer Affiliate werde. Momentan mit 17 Followern. Und den Zuschauern, die ich momentan habe, das ist noch. Dauert noch ein bisschen. Bis ich Affiliate werde. So, dann machen wir das Spiel beenden. Joa.